sind laut, dann wieder sehr leise, manchmal versöhnlich, manchmal sind es Fratzen und dann sind es auch gute Geister. Auf dem Weg des Lebens sicher für mich verloren gegangen und jetzt klopft es wieder sehr heftig an die Tür und ich freue mich, dass ich auch bereit bin, die Tür immer wieder aufzumachen. Was für eine schöne Überraschung. Wie geht denn der Spruch? Man begegnet einander immer zweimal im Leben. Je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich eine Frau von ihm bin, ein Geschöpf von ihm. Und ich fühle mich, obwohl ich weder im Wörthersiekl noch in diesem Großbürgertum aufgewachsen bin, vielleicht rudimentär, fühle ich mich sehr, sehr, sehr verwandt in seinen Figuren, auch in seinen Aphorismen, in seinem Leben. Das zieht mich schon sehr an. Großes Thema für Schauspielerinnen, die älter werden oder überhaupt für die westliche Frau. Für mich bedeutet es, Frieden zu finden oder überhaupt mich zu finden in meiner Weiblichkeit. Was ist meine und wie sehr bin ich geprägt von Außenbildern? Ich habe nichts gesagt! Ich habe nichts gesagt! Ich muss zum Nachbarn, damit er einen Arzt... Ich liebe dieses Nicht-Auskönnen miteinander, diese Zwangsliebesgemeinschaft, Interessensgemeinschaft. Und jeder Einzelne, der da sitzt, meine ich, dass ich die Energie spüre, jetzt nicht vom Einzelnen, aber vom Gesamten, und dass die mit mir etwas macht. Und das finde ich kostbar und dafür bin ich dankbar.